Karl Zuckmayer schreibt im Hauptmann von Köpenick: Erst kommt der Mensch, dann kommt die Menschenordnung. Damit umschreibt er schon recht gut, was wir als Naturrecht verstehen. Ein bisschen offizieller ist die Definition der, und ich zitiere jetzt die Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung, die schreibt, Naturrecht sei in einem weiteren Sinne diejenigen Grundsätze einer allgemeinen Ordnung, die unabhängig von menschlicher Zustimmung und vom Menschen gesetztem positiven Recht stets gelten. In einem engeren Sinn diejenigen Gerechtigkeitsprinzipien, die in der Natur der Sache und der Natur des Menschen angelegt sind. Rechte, die gelten, unabhängig davon, ob irgendwelche Menschen das beschlossen haben oder ob sie dem zustimmen. Darum geht es beim Naturrecht. Das Ganze war immer schon Hauptthema der großen Philosophen. Geschichtlich betrachtet war das Naturrecht immer schon Teil der philosophischen Lehre. Im alten Griechenland noch nicht als Recht verstanden, sondern als ethisch wünschenswerte Sache. Später dann aber immer mehr als Recht. Thomas von Aquin hat da erste Schritte unternommen, richtig als Recht, als natürliches Recht ohne Gottesbezug verstanden, war das Ganze allerdings erst mit der Aufklärung. Dort findet sich das Naturrecht fast in allen Texten, hauptsächlich natürlich in den frühen Erklärungen der Menschenrechte. Die Erklärung der Menschenrechte bei der Französischen Revolution beinhaltet viel Naturrecht und ganz besonders findet man Naturrecht in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, nicht in der amerikanischen Verfassung. Die Unabhängigkeitserklärung ist es. Da kann man fast direkt das Naturrecht rauslesen. Später kam immer mehr der Begriff des Vernunftrechts auf. Dadurch, dass man Gott nicht mehr gebraucht hat, musste man was anderes finden. Man ging zurück auf Vernunft, man ging zurück auf Ratio. Und der Begriff Vernunftrecht ersetzte den Begriff göttliches, natürliches Recht. Wir sprechen heute wieder von Naturrecht, wenn wir vernünftiges Recht meinen. Naturrechtler sagen, ja, es ist tatsächlich möglich, allein mit Mitteln der Vernunft, allein mit Mitteln des Verstandes Rechte herzuleiten. Alles, was man dafür braucht, sind zwei Prämissen, die man akzeptieren muss. Erstens, man wünscht ein Recht, das das Ziel hat, Konflikte zu vermeiden, der Konfliktvermeidung dienlich zu sein. Und zweitens, es gibt Eigentum und der Mensch ist Eigentümer. Alleiniger Eigentümer über seinen eigenen Körper. Wenn man das akzeptiert, ist es möglich, allein mit Vernunft natürliche Rechte herzuleiten, die dann allgemein gültig sind, die nicht von der menschlichen Zustimmung abhängig sind, die über jedem positiven Recht stehen. Das heißt auch über der Verfassung, das heißt sogar über den Menschenrechten. Es ist wichtig zu verstehen, auch wenn man oft sagt, Menschenrechte sind niedergeschriebenes natürliches Recht, das ist nicht ganz richtig. Menschenrechte beinhalten natürliches Recht. Allerdings sind viele Dinge in den Menschenrechten niedergeschrieben, die im natürlichen Recht eigentlich nicht vorgesehen sind, die einfach erwünschtes Menschenrecht sind, die, wo Philosophen sagen, jawohl, es ist dringend zu empfehlen, dass die Menschen diese Rechte den anderen Menschen zugestehen. Ich reite deswegen so drauf herum, weil es wirklich wichtig ist, da den Unterschied zu verstehen. Noch eine Stufe tiefer sind die diversen Verfassungen, wo ebenfalls sehr hochstehende Rechte der Bürger niedergeschrieben sind. Auch hier, das ist nicht eins zu eins zu verstehen mit dem Naturrecht. Das sind Rechte, die man den Bürgern eines Landes einfach zugesteht, weil das wichtig ist im Sinne der freiheitlichen Ordnung. Im Sinne der Menschenrechte und natürlich auch im Sinne des Naturrechts. Wir beschäftigen uns aber mit dem Naturrecht. Das sind die fundamentalen Rechte, die jeder kennen soll. Warum machen wir das? Das Verzichten auf das Naturrecht hat zu den großen Katastrophen der Menschheit geführt. Das Verzichten auf das Naturrecht ist meistens dahinter, wenn irgendwelche Gerichtsurteile ungerecht sind. Wenn man genau hinschaut, haben die Richter dann Mist gebaut und das Naturrecht ignoriert. Ich möchte noch auf ein juristisches Modell hinweisen, das mir in dem Zusammenhang wichtig erscheint. Es gibt etwas, das nennt sich der maßgerechte, rechtstreue Bürger.
Dieses Modell verwenden Juristen bei besonders kniffligen Situationen, wo man nicht weiß, ist jetzt die eine rechtliche Ansicht richtig, die andere rechtliche Ansicht richtig. Da fragt man sich dann, was würde ein maßgerechter, rechtstreuer Bürger der Republik Österreich in unserem Fall tun in dieser Situation? Man hört es vielleicht schon heraus, rechtstreuer Bürger. Das heißt nicht gesetzestreuer Bürger, das heißt rechtstreuer Bürger. Ein Bürger, der mit der Rechtsordnung als Ganzes sich verbunden fühlt. Das heißt in unterster Linie nur mit den Gesetzen. Darüber die Verfassung, darüber die Menschenrechte und darüber das Naturrecht. Aber kein Mensch in Österreich weiß über das Naturrecht wirklich Bescheid. Wenn man es jetzt mal übertrieben sagt, es sind doch wirklich kaum Leute, die das wissen. Und darum ist es wichtig, über das Naturrecht zu Bescheid wissen, damit man weiß, was man für Rechte wirklich hat. Die Menschenrechte sind nicht das Ende, das Naturrecht ist das obere Ende. Darum geht's. Danke.